Die heißeste Grenze der Welt. An keinem anderen Ort standen sich vor dem Mauerfall der Westen und der Osten so direkt gegenüber wie in Berlin. Die Frontstadt war im Kalten Krieg dramatische Bühne für Militärs, Spione und ein Kampfplatz auch für Architekten. Der Fernsehturm ist Deutschlands höchstes Bauwerk. Das wohl bekannteste Wahrzeichen der ehemaligen Hauptstadt der DDR und für den Westen damals eine Provokation. Was kaum jemand weiß, der Fernsehturm sollte eigentlich nie hier stehen, sondern an einer ganz anderen Stelle. Aber wo genau? Anna und Claire wollen der Sache auf den Grund gehen. Zurück in die Vergangenheit, als in Berlin der Kalte Krieg herrschte. Hier haben wir ihn, oder? Dann müssen wir da lang, ne? Ja, okay. Angeblich soll der Bau des ursprünglichen Turms 1954 auf einem Hügel am Stadtrand tatsächlich begonnen worden sein. Die beiden Studentinnen leben in Berlin. Dass aber das bekannteste Bauwerk ihrer Stadt eigentlich mitten im Wald geplant war, können sie kaum glauben. Für Berliner Verhältnisse ist der Hügel schon fast ein Berg, immerhin 100 Meter hoch. Und tatsächlich steht versteckt im Gehölz der Müggelberge der gerade mal 30 Meter hohe Turm. Ja, besonders groß ist der nicht. Nee. Wenn man sich mal vorstellt, das ist am Alexanderplatz. Ja. Wäre der Fernsehturm tatsächlich hier errichtet worden, hätte man von seiner Plattform ungefähr diese Aussicht gehabt. Weit ab vom Zentrum. Die DDR aber brauchte ein unübersehbares Prestigeobjekt, das ganz Berlin überragen sollte. Der Turm wurde schließlich am Alexanderplatz gebaut. Anstelle eines riesigen Regierungshochhauses, das man sich aber nicht leisten konnte. Der Krieg der Bauten beginnt in Ost-Berlin. In der Stalinallee mit ihren Wohnpalästen. 90 Meter breit und 3 Kilometer lang, ein Prachtboulevard, mit dem sich die DDR ein erstes Denkmal setzte. So etwas gab es im Westen nicht. Die Stalinallee ist ein gebautes Manifest. Nach der totalen Kriegszerstörung sollten diese Bauten dem deutschen sozialistischen Staat ein Gesicht geben. Ähnlichkeiten mit dem Städtebau des großen Brudervolks in der Sowjetunion sind beabsichtigt. Man biegt hier nicht ein und denkt, was für eine hübsche Straße, wie jetzt die Champs-Élysées in Paris, wo halt diese Altbauten stehen, die alle verziert sind. Das denkt man jetzt nicht als allererstes, aber auf jeden Fall interessant. Ja. Vor allem für Außenstehende, die das erste Mal hier sind in Berlin und dann direkt hier sind, könnte man denken, ja, das ist jetzt vielleicht nicht das, was ein objektiver Betrachter als wunderschön bezeichnen würde. Für Claire und Anna ist es eine Reise in die Vergangenheit ihrer eigenen Stadt, als Ost und West mit Bauwerken um Bedeutung kämpften. Früher wohnten in der Stalinallee vor allem verdiente Genossen. Inzwischen sind hier die Trendsetter eingezogen. Die Karl-Marx-Buchhandlung war legendär, eine Institution. Das Bücherreich musste 2008 aufgeben. Heute nutzt eine Filmproduktion die Räume mit dem Charme der 50er Jahre und der besonderen Aussicht auf eine ostdeutsche Kulisse. Der österreichische Schauspieler Otto Stark kam von Wien nach Ost-Berlin. Seit über 50 Jahren lebt er hier. In Österreich fand er keine Arbeit, in der DDR schon. Beim Theater lernte er seine spätere Frau kennen. Mit ihren guten Kontakten bekamen die beiden die edle Wohnung in der Stalinallee für eine Miete, die Jahrzehnte konstant blieb. 128 Ostmark. Der erste Eindruck war für mich einmal schön, dass man hier wohnen kann nach dem Krieg. Eine schöne Wohnung, das war der erste Eindruck. Der zweite Eindruck war das Äußerliche. Na ja, war sehr schön, war ganz was Neues. Also
ich weiß nicht, es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Viele Kollegen, die nannten das damals, ja, zum Beispiel Laster Burian war hier Gast auf der Straße. Ich will das nur zur Illustration erzählen. Der war Gast auf dieser Straße, gesagt, eine wunderschöne Straße. Nur, ich weiß nicht, wenn ich einen Schwips habe und nach Hause komme, weiß ich nicht mehr, wo die Wohnung steht, weil alles gleich ausgesehen hat. Otto Starks Freunde staunten nicht schlecht. Selbst die österreichischen Verwandten waren beeindruckt. So viel Luxus hatte man in der kommunistischen DDR nicht erwartet. Pure Absicht, hier konnte man sich vom ärmlichen DDR-Alltag davonträumen. Das erste bezugsfertige Haus nahe der Stalinallee war das Haus an der Weberwiese, gebaut vom DDR-Star-Architekten Herbert Henselmann. Der Lehrer Hans-Jürgen Beselin zog 1953 mit Frau und Tochter ein. Eine über 100 Quadratmeter große Wohnung für 85,50 Mark. Zum ersten Mal kam das warme Wasser aus der Wand. Optimistisch blickten die Beselins in die Zukunft. Es war eine ganz, ganz tolle Aufbaustimmung, von der eigentlich alle Menschen mitgerissen wurden. Denn wer wohnte schon in solchen Häusern, die gut waren, die neu waren, die gut ausgestattet waren? Das war doch die Minderheit. Viele Menschen wohnten noch in Kellerwohnungen, gerade hier in Friedrichshain, wenn überhaupt die Häuser noch standen. Oder aber eben ganz eng zusammengepfercht, ein und zwei Familien oder meistens sogar, manchmal sogar drei Familien in einer relativ kleinen Wohnung. Und die Leute, die also so eine Wohnung bekamen, die hatten also ein Sechser am Lotto. Das Hochhaus sollte als steingewordenes Versprechen die Überlegenheit des Sozialismus demonstrieren. Sogar eine Dachterrasse konnten die stolzen Mieter nutzen. Mit 35 Metern war es Herbert Henselmanns höchster Bau zu dieser Zeit. Mit bester Aussicht auf die von ihm konzipierten Gebäude rundherum. Henselmanns Wohnungen sind noch heute begehrt. Der Architekt Helmut Geisert wohnt in einer Wohnung, die Henselmann als Büro nutzte. An diesem Schreibtisch machte er Entwürfe, die zu Beginn nur wenig Sozialistisches hatten. Es gibt ein Projekt von Henselmann aus dem Jahr 1951 für die Bebauung der Stalinallee. Und das ist ein sehr moderner Entwurf, also ganz im Stile, sagen wir mal, der Moderne der 20er Jahre. Das ist dann aber politisch nicht gewollt worden. Und die Architekten sind dann gezwungen worden, ihre Projekte, die meist modern waren, zu überarbeiten und gewissermaßen zu verkleiden mit diesen Elementen in der traditionellen Architektur aus dem 19. Jahrhundert. Das heißt, man hat sich dann auf Schinkel bezogen und hat dann eben Ornamente an die Fassaden geklebt, die aber mit der Architektur der Innenräume recht wenig zu tun haben. Das ist im Grunde genommen eine Kaschierung auf alt, nicht? Aber dahinter waren natürlich moderne Wohnungen, gar keine Frage. Moderne Wohnungen in altbackene Hüllen verpacken. Keine leichte Aufgabe für die Architekten. Die Vorgaben kamen aus Moskau und mussten umgesetzt werden. Denn Klassizismus war der Stil, den Josef Stalin in Ost-Berlin sehen wollte. Mein Cousin, der besuchte mich und sagte, es ist ja breiter als die Champs-Élysées. Ich sagte, da kannst du stolz sein. Na ja, sag ich, bin ich ja auch stolz. Ich habe zwar nicht gekauft, die Wohnung, ich habe es nur gemietet. Und ich bin auch sehr froh, dass ich sie habe. Es ist ja nur also wirklich ein Zufall gewesen, weil ich ein bisschen prominent war, dass ich es bekommen habe. Die Stücke, die Otto Stark im berühmten Kabarett Die Distel gab, waren für DDR-Verhältnisse geradezu kritisch. Aber nicht so kritisch, dass der Österreicher den DDR-Zensoren als Klassenfeind aufgefallen wäre. Aber es gibt ja so viel Neues, was wir immer wieder begrüßen können. In unserem Theater so viele Gäste aus dem In- und aus dem Ausland. Nicht wahr? Und dann das Deutschlandtreffen zu Pfingsten in Berlin. Das privilegierte Leben in der Stalinallee. Die meisten Arbeiter aber, die sie in Rekordzeit hochzogen, hatten nichts davon. Protest flammte auf, zu absurd waren die Planziele der Partei. Fast wäre die DDR im Arbeiteraufstand 1953 auseinandergebrochen. Nur die Panzer der sowjetischen Brudermacht retteten das Regime. Und an der Stalinallee wurde weitergebaut. Der Osten war dem Westen voraus. Es musste etwas geschehen.
Dass die architektonische Zukunft anders als in Ost-Berlin aussehen muss, das sollte 1957 die internationale Bauausstellung im West-Berliner Hansa-Viertel zeigen. Luftig, leicht und demokratisch, das waren die Vorgaben an die 53 Architekten aus aller Welt. Der angesagte Architekt Friedrich von Borries lebt hier selbst und beschreibt ein Wettrennen zwischen sozialistischer Nostalgie und westlicher Moderne. Also der Osten hatte ja vorgelegt mit der Karl-Marx-Allee, mit so einem Zuckerbäcker-Neoklassizismus. Mein persönlicher Verdacht wäre, dass man das im Westen eigentlich ganz toll fand. Aber die Karte war jetzt schon ausgespielt und jetzt musste man gegenhalten. Und wie konnte man gegenhalten? Wiederaufnahme der Moderne, also der Tradition, die im Nationalsozialismus verloren gegangen ist, plus Internationalität, also nicht isoliert, sondern Architekturstars aus der ganzen Welt, plus die guten Deutschen. Und dann halt nicht die dichte, kompakte Stadt, nicht die historische Stadt, sondern die aufgelockerte, durchgrünte Stadt. West-Berlin holte sich die Crème de la Crème der internationalen Architektenszene in die Stadt, um das Hansa-Viertel zu einem Erfolg zu machen. Oskar Niemeyer, Walter Gropius, Arne Jacobsen. Der Däne baute einen Bungalow, in dem seit über 50 Jahren die heute 84-jährige Hanna Knebusch stilbewusst lebt. Frischer Wind in einer Stadt, die sich 1957 mit ihren Bauten vom DDR-Klassizismus absetzen wollte. Das Interesse für diese Interbau war riesengroß in dem Berlin, 80% zerstört, natürlich eine Sensation. Abenteuerlich, diese Häuser zu sehen. Wir sind hier herumgelaufen, jeden dritten, vierten Tag, je nachdem, wie viel Zeit wir hatten. Damals waren wir noch ganz jung. Und haben mit, und hast du gesehen, und guck mal, haben wir alles bewundert. Und wussten nicht, dass wir eines Tages hier wohnen würden. Das ist es. 12, 14, 16. Du, da möchte ich eine Wohnung haben, wenn ich mit der Uni fertig bin. Ha, wer möchte das nicht? Aber das ist bestimmt ausverkauft bis... Wollen Sie wirklich in so einer Wohnmaschine? Na, uns gefällt's. Beliebt war das Hansa-Viertel vor allem bei den Bewohnern selbst, aber nicht bei allen Berlinern. Zu modern, zu kühl. Heute sind die Bauwerke Teil der Architekturgeschichte und Zeichen eines mutigen Aufbruchs. Von Beginn an mit dabei war Christiane Wolf. Seit 1957 wohnt die 89-Jährige in einem Haus, entworfen und gebaut vom brasilianischen Architekten Oskar Niemeyer. Also ich glaube, wir hatten unglaubliches Glück, hier eine Wohnung zu bekommen, denn wir kamen ja aus einem Viertel, das ziemlich zerbombt war, die Straßen nicht in Ordnung und was weiß ich. Und das war, ja, das war, war wie ein Lottogewinn war das, dass man hier eine Wohnung bekam. Selbst wenn rundum alles Wüste im Grunde war. Aber man konnte sich ja vorstellen, dass es nicht so bleibt. Inmitten der immer noch Trümmerlandschaft West-Berlins erwuchs strahlend und verheißungsvoll ein neues, sauberes, modernes Stadtviertel. Locker im Gelände verteilt. Eine Trotzreaktion, als riefe jemand: Wir können anders als Ost-Berlin. Für die Stadtplaner war das Hansa-Viertel immer auch ein politisches Bekenntnis. Mit dem Fakt, dass es eine Ausstellung war, hängt auch zusammen, dass das halt auch damals nicht der Standard war, sondern alles schon so ein bisschen besser. Also die Wohnungen, die eigentlich als Sozialwohnungen geplant waren, sind fast alle zweistöckig, haben Maisonetten, haben Balkone, haben alle was Besonderes. Und die Bungalows, die so ein bisschen von außen aussehen wie Container-Siedlungsobjekte, haben aber alle Innenhöfe, in denen ganz tolle Blickbeziehungen entstehen. Insofern sind es einfach besondere, sehr spezielle Gebäude, die nicht die Norm sind. Offene Küchen waren Ende der 50er Jahre eine Innovation. Und der Grund, warum der Bungalow des Dänen Jacobsen bis 1959 keinen Käufer fand. Hanna Knebusch haben die modernen Ideen nie gestört. Diese Einfachheit der Architektur, die Funktionalität, die Bescheidenheit, aber trotzdem
wie man auch an dem Haus sieht, eine ungeheure Investition an liebevollen Details und Fantasien von mit Licht außen innen umzugehen. Außen innen war ein großes Thema für das Bauhaus. Das sieht man auch an dem Haus hier. Sie leben immer ein Stückchen weit auch außen, auch wenn die äußeren Flächen ganz klein sind. Das Öffentliche und das Private, Transparenz und Verborgenheit wurden im Hansaviertel neu arrangiert. Die sogenannte Stadt von morgen. Einen größeren Kontrast zu den massigen Bauten der Stalinallee konnte es kaum geben. Das ist so die Stunde Null auf Architektur übertragen. Es ist kein gesellschaftliches, avantgardistisches, experimentelles Projekt, sondern es ist so ein gemütliches Sich-Einrichten im kommenden Wohlstand. Und dazu passt, dass die Entscheidung, diese IBA auszurichten, das Hansaviertel zu bauen, eigentlich zeitgleich ist mit der Wiederbewaffnung und der Gründung der Bundeswehr. Es ist die Suche nach einem neuen Status quo der Bundesrepublik. Wie sehr mit Bauten Politik gemacht wurde, ist nur wenige Minuten vom Hansaviertel zu erleben. Die Kongresshalle, ein Geschenk der Amerikaner, die mit dem freischwingenden Dach ein Statement abgaben. Die neuartige Konstruktion des spektakulären Daches, das Jahre später allerdings einstürzte, sollte eine Demonstration westlicher Überlegenheit sein. Adrian von Butler ist Kunsthistoriker und einer der besten Kenner der Nachkriegsarchitektur in West- und Ost-Berlin. Architektur, für ihn ein Instrument des Kalten Krieges. Jede Seite bemühte sich, mit spektakuläreren Bauten die andere zu übertrumpfen und auch mit ikonischen Bauten, die etwas zum Ausdruck brachten von der Ideologie, von den Überzeugungen auf beiden Seiten. Aber gerade die Kongresshalle war natürlich ein Ort, der der freien Rede gewidmet war und eine ganz eminente politische Bedeutung hatte, ja auch anfangs sogar für den Deutschen Bundestag zur Verfügung stand. So nutzten Bundeskanzler Adenauer und das Parlament von Zeit zu Zeit einen Bau, den die USA als Propagandainstrument entworfen hatten. Und immer, wenn die Bonner tagten, ließen die Sowjets über der Kongresshalle ihre Kampfjets aufsteigen. Eine Provokation. Die Amerikaner sorgten dafür, dass die schwangere Auster aus jeder Richtung gut zu sehen war. Der Westen hatte vorgelegt, jetzt musste der Osten nachziehen. Und so entsteht eine doppelte Stadt. Am Alexanderplatz bekommt Ost-Berlin Anfang der 60er Jahre seine eigene Kongresshalle. Und wie im Westen fand auch hier das Parlament sein Zuhause. Bis zur Errichtung des Palasts der Republik. Und diese Architektur sah ganz anders aus als der Zuckerbäcker-Stil der Stalinallee. Internationale Moderne der allerersten Qualität. Gebaut von Hermann Henselmann, dem wichtigsten Baumeister der DDR. Er sollte nun für internationales Flair sorgen. Das ging nur mit zeitgemäßer Architektur. Stilistisch glichen sich West- und Ost-Berlin immer mehr an. Hier das sogenannte Haus des Lehrers. Interessant finde hier ist, dass an der DDR-Architektur, dass es, also es wirkt zwar ziemlich kalt und uneinnahmend und irgendwie so ein bisschen gefühllos, aber die Idee dahinter war ja wahrscheinlich, dass es eben besonders pragmatisch, besonders vorteilhaft und hat ja auch irgendwie einen Sinn, dass es so war. Die haben sich ja schon was dabei gedacht, die Architekten. Und obwohl es so trocken wirkt, hat es ja auch so seine Reize, dieses pragmatisch, rational gedachte, sozialistische eben. Ein wenig werden Henselmann und seine Kollegen auch den Westen beneidet haben.
Neue Vorzeigebauten des Klassenfeindes entstanden. Die Pan Am Lounge, ein Penthouse am Berliner Zoo. Treffpunkt für die Crews der US-Fluglinie. Ein perfekt konserviertes Relikt aus den 60ern. Lange war diese Nachkriegsmoderne kein Hingucker. Doch heute gilt der Westberliner Aufbaustil wieder als hip. Sogar die Stadtkrone der City West wurde in die damals moderne neue Westberliner Stadtplanung einbezogen. Eingeweiht im Jahr des Mauerbaus 1961 ist der Neubau an der Ruine der alten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zu einem eigenen Symbol geworden. Die Tempel des Konsums und des Vergnügens allein reichten nicht aus, um für West-Berlin einen Mittelpunkt zu definieren. Diese Rolle hat die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche übernommen. Es ist ein Bekenntnis eigentlich zum Frieden, das sich hier manifestiert durch das Mahnmal. Es ist ein Bekenntnis zur Moderne durch die ganz neue Formensprache Egon Eiermanns. Und es ist damit auch ein Bekenntnis zur Spiritualität, die sich in dieser modernen Architektur ausdrückt und namentlich in den Glaselementen, die hier diese wunderbaren Glasfenster wie in einer gotischen Kathedrale, die den ganzen Bau kennzeichnen. Der achteckige Kirchenbau verbindet eine moderne Gestaltung mit den Anforderungen eines Gotteshauses. Die doppelten Außenwände halten den Lärm der Großstadt zuverlässig ab. Das gedämpfte Licht, das durch die dunkelblauen Dickgläser nach innen dringt, verwandelt die Kirche in einen magisch-meditativen Andachtsraum. Nachts scheint das Gebäude wie eine leuchtende Schatulle. Die prägnante Architektur war immer mehr als nur ein Kirchenbau. Es war das Gesicht des modernen, freien Berlins. Genau wie das Bikinihaus nebenan und der Zoopalast, in dem 1957 die erste Berlinale gefeiert wurde. Das Herz West-Berlins schlägt wieder. Ostberliner Architekten zogen 1963 mit dem Kino International nach. Die Moderne war in der DDR angekommen. Was damals aufregend neu war, wirkt heute immer noch elegant, wenn auch etwas in die Jahre gekommen. Man hat ja diese modernen Cineplex-Kinos, die alle sehr gleich aussehen und irgendwie auch langweilig. Also es ist auch ziemlich erfrischend, mal irgendwie in so eine authentische Location zu kommen, sozusagen. Scheint wohl auch deren Konzept gewesen zu sein. Ja, dass es eben doch so ein bisschen was Schickeres gibt, auch in der DDR. Mhm. An keinem Gebäude lässt sich heute die sozialistische Aufbruchstimmung so plastisch ablesen wie am Café Moskau an der Karl-Marx-Allee. Auf dem Dach das Modell des ersten Sputnik-Satelliten. Wer den Kosmos erobert, dem gehört die ganze Welt. Seit 1957 kreiste der Satellit im All, früher als jeder Versuch des Westens. Dieser Sieg wurde ausgekostet. Der erste Mensch im All hieß Juri Gagarin. Auf der ganzen Erde löste er eine Weltraumhysterie aus. Parteichef Khrushchev war ein Image-Triumph gelungen. Die Sowjetunion hatte gesiegt. Jetzt sollte es auch in der DDR vorangehen und wieder einmal in der Stalinallee. Ganz anders sah es jetzt hier aus. Die Architektur seines Vorgängers Stalin war von gestern. Unter Khrushchev musste nun funktional und effektiv gebaut werden. Eine neue DDR sollte entstehen, alte Relikte mussten verschwinden. Der Vorsprung in der Raumfahrt färbte sogar auf die Architektur ab. Ein Kino in der Karl-Marx-Allee trägt den Zeitgeist schon im Namen. Ausgeklügelter ist aber die Botschaft, die der Architekt Josef Kaiser im Grundriss versteckt hat. In großem Optimismus und Begeisterung tauchen diese Motive überall auf, schon in den späten 50er Jahren. Und gerade bei diesem Kino Kosmos
obwohl eigentlich alles ganz funktional erklärbar ist, taucht im Grundriss plötzlich eine Gestalt auf, die doch zweifellos aussieht wie ein Kosmonaut mit seinem Helm. Und ein solcher, sage ich mal, Witz in der Architekturgeschichte, sowas gibt es auch schon längst. Seit dem 18. Jahrhundert kennen wir solche Fälle einer sprechenden Architektur. Sozialistische Kunst am Bau. Optimismus war vorgeschrieben. Kreml-Chef Chruschtschow will Reformen, setzt sich von seinem Vorgänger Stalin ab. Nachdem Stalin 1953 gestorben war, stürzten die Denkmale des Diktators auch in der DDR. Aus der Stalinallee wurde die Karl-Marx-Allee. Und Genosse Stalin 1961 vom Sockel geholt. Goodbye Stalin. Wo aber ist der bronzene Riese hin? Ein Stückchen Stalin soll sich auf der Karl-Marx-Allee erhalten haben. In einem Café, das noch immer so heißt wie die beliebteste Modezeitschrift der DDR. Innen gibt es nicht nur Kaffee. Eine kleine Ausstellung erinnert an die bewegteste Zeit der Straße. Stalin ist 1961 hier entfernt worden, zerkleinert worden, eingeschmolzen, das war Bronze. Mhm. Und die Bauarbeiter, die haben vor dem Einschmelzen dann sich so ein paar Souvenirs mitgenommen. Nicht? Und der Schwiegersohn dieses einen Bauarbeiters hat uns dann, als wir die Ausstellung hier eröffnet haben, diese beiden, also ein Stückchen Bart und das linke Ohr, gegeben. Wollen Sie es mal anfassen? Ja. Hier ist das linke Ohr dieses Diktators. Sehr schwer, ne? Kann ich auch mal? Ja. Und dann den halben Bart natürlich, ne? Okay. Und mit dem Rest dieser wirklich großen Statue, die ja aus Bronze war, was ist mit der Bronze passiert? Also ja, da haben wir natürlich recherchiert, wir haben versucht rauszukriegen, was damit ist. Also zerkleinert, eingeschmolzen. Fast zur gleichen Zeit, sind Figuren für den Tierpark Berlin gegossen worden. Und mit großer Wahrscheinlichkeit ist da Bronze von Stalin drin. Ja. Man sieht schon, dass die Statue sehr groß gewesen sein muss. Also 4 Meter, sagten Sie? 4 Meter. Ein bisschen größer. Ein klein wenig größer, natürlich. Am 13. August 1961 begannen Bauarbeiter und Volkspolizisten, die Hauptstadt der DDR vom Westteil Berlins abzugrenzen. Mauerbau. Die Sperranlagen werden unüberwindbar. Die Grenzer haben den Befehl, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, sollte es jemand dennoch versuchen. Familien wurden auseinandergerissen, eine Stadt gewaltsam zertrennt. Von einem Tag auf den anderen fühlten sich die Berliner eingesperrt. Eine Tragödie. West-Berlin wurde zur politischen Insel. Die Propaganda immer hysterischer. Ost und West beschallten sich über die Mauer hinweg. Parolen schepperten hin und her. Gespielt wurde auch Marschmusik mit voller Lautstärke. Ein bizarres Schauspiel. Der Westen fühlte sich im Stich gelassen. Doch dann kam 1963 John F. Kennedy. Die DDR empfing den US-Präsidenten auf ihre Weise. Kennedy sollte nicht in den Ostteil schauen. Also wurde das Brandenburger Tor mit roten Fahnen verhängt. Kennedy eroberte die Herzen der Westberliner in wenigen Stunden. Dann der Höhepunkt vor dem Schöneberger Rathaus. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Kennedy besuchte auch den berühmten Grenzübergang Checkpoint Charlie.
Der Ort, an dem der Kalte Krieg 1961 fast zu einem heißen wurde, als sich amerikanische und sowjetische Panzer gefechtsbereit gegenüberstanden. Die politische Weltlage ist Anfang der 60er Jahre schwierig. Beim Bau der Berliner Mauer hatten sich viele mehr Unterstützung von Seiten der USA erhofft. Die aber hatten insgeheim diese Grenze längst anerkannt. Der Grenzübergang bleibt eine der Nahtstellen zwischen Ost und West. Es ist der Kontrollpunkt für ausländische Diplomaten und Militärpersonal. Ein Ort, an dem man im Kalten Krieg die Nervosität der Frontstadt ablesen konnte. Und genau hier, nur wenige Meter hinter der Sektorengrenze, strahlte von einem Hochhausdach von Westberliner Seite eine Leuchtschrift mit Propaganda in den Ostteil. Die Stasi hatte schnell den Axel Springer Verlag als Absender ausgemacht. Und da gab es die absurdesten Überlegungen. Man wollte Scheinwerfer hier aufmontieren, die den Balken anstrahlen, damit er nicht mehr zu sehen ist. Das ist an und für sich auch eine gute Idee, aber man hätte dadurch den Flugverkehr in Tempelhof gestört. Und das konnte man sich nicht leisten, weil die Amerikaner hier die Lufthoheit hatten und da hätten die sich sicherlich beschwert und diesen Unsinn unterbunden. Tatsächlich war die Westpropaganda auf einem anderen Hochhaus neben dem Axel-Springer-Bau installiert. Doch das Feindbild blieb. Das Verlagshaus war mit 139 Metern das höchste Haus Berlins zu dieser Zeit. Dass ausgerechnet das Sprachrohr der Konservativen so nah an der Sektorengrenze gebaut wurde, war der DDR ein Dorn im Auge. Um den Bürgern die Sicht auf das Springer-Hochhaus zu nehmen, baute man die Hochhäuser in der benachbarten Leipziger Straße, so die Legende. Wohnhäuser für über 7000 Bewohner, gebaut als Sichtblende, eine ganze Skyline als visuelles Abwehrschild. Ja, der DDR ging es ja nicht so gut, dass man hätte jetzt unglaublich viele solche Straßen errichten können. Das waren ja ohnehin, also auch bezogen auf die Wohnungsnot, immer nur Tropfen auf dem heißen Stein. Solche neuen Bauwerke, für die auch immer wieder viel abgerissen wurde. Insofern ist das wirklich eine hochgradige Absurdität. Und entsprechend war dann auch die Vergabe der Wohnungen hier in der Leipziger Straße. Das bekamen also vorrangig entweder verdiente Genossen, Aktivisten, prominente Künstler, solche Leute. Also auch Leuten, denen man zumuten konnte, dass sie ohne ideologischen Schaden in den Westsektor von Berlin gucken dürfen. Die Westberliner richteten sich allmählich im Schatten der Mauer ein. Jetzt feierten sie den American Way of Life. Die Mauer blieb zwar weiter stehen, aber ein Stück freies Amerika holte man sich mit dem Europa Center in die Stadt. Die erste Shopping Mall Deutschlands. 1965 eröffnet. Auf dem Dach das Zeichen des Wirtschaftswunderlandes BRD. Die Nachricht war deutlich. Wer bis dahin noch Zweifel daran hatte, auf welcher Seite es sich besser lebte, der sollte doch bitteschön einfach mal nach oben schauen. Der Größe von 550 Einfamilienhäusern entspricht der Baukörper dieses modernen Geschäftszentrums. Die Kosten 94 Millionen Mark. Fast 2 Kilometer lang ist die Schaufensterfront vor den 100 Läden. Zu dem Baukomplex gehören Büros, 2 Kinos und ein Kabarett, 3 Kunstgalerien, eine Eisbahn und 20 Restaurants und Cafés. Diese Symbolfunktion war ganz besonders wichtig, weil das Europacenter ja kurz nach dem Mauerbau entstanden ist. Und tatsächlich die Stadt sich in einer enormen Krise ihres Selbstverständnisses damals befunden hat. Es war gar nicht klar für die Berliner, wie es weitergeht. Und insofern haben sich die Leute auch, waren stolz und haben sich festgehalten an Bauten wie diesen. Sie sind ja dann auch alle auf Briefmarken erschienen und sie wurden auch in der Bundesrepublik entsprechend wahrgenommen und in der DDR natürlich sowieso.
Und abermals kontert der Osten im Krieg der Bauten. 1969 weihte Walter Ulbricht sein neues Machtsymbol ein. Der Fernsehturm am Alexanderplatz überragte das Europacenter um mehr als das Doppelte. Hochgestiegen sind die Löhne, hochgestiegen ist die Norm. Der sowjetische Sputnik-Satellit wurde hier noch einmal zitiert und lieferte die gestalterische Vorlage für den Superturm. So sah sich die DDR gerne, selbstbewusst und weltgewandt. SED-Chef Ulbricht hatte nun endlich seinen Turm der Signale bekommen. Der Fernsehturm wurde tatsächlich zu einem Signal, vor allem für die Architekten auf der anderen Seite der Mauer. Es war kein Zufall, dass mit einigen Jahren Verspätung, nur 15 Kilometer vom Ostberliner Fernsehturm entfernt, ein Bauwerk landete, das ebenfalls aussah, als sei es soeben aus dem Weltraum gekommen. ...1979 eröffnete das Internationale Kongresszentrum im Westen. Das ICC verschlang Unsummen. Rund 1 Milliarde Mark kostete der teuerste und aufwendigste Bau im Westen Berlins. Ja, für mich sieht es auch total aus wie so ein riesiges Space Shuttle. Ja. So. Ich glaube, es wurde auch sogar das Raumschiff genannt, habe ich gelesen. Das passt auf jeden Fall. Ja, finde ich auch so. Kann auch gleich wieder abheben, einfach zurückfliegen. Da, wo es hergekommen ist. Von ganz weit weg wahrscheinlich. Die Kosten sprengten alle Maßstäbe. 10 Jahre wurde gebaut. 40 Säle mit Platz für 20.000 Besucher. Das ICC war eine kleine Stadt. Im Space Design der frühen 70er Jahre. Heute ist das ICC geschlossen, weil es für die Messe Berlin nicht mehr rentabel zu betreiben ist. Zu unwirtschaftlich der Grundriss. Nur 10% der Fläche sei für Veranstaltungen nutzbar, heißt es. Denkmalschützer wollen es erhalten. Ein einmaliges Zeugnis der 70er Jahre. Und es befeuert eine alte Diskussion neu. Warum soll im Westen unter Schutz gestellt werden, was im Osten auf die Schnelle abgerissen wurde? Das DDR-Traumschiff 1976, der Palast der Republik. Trotz aller gestalterischen Unterschiede hatten er und das ICC einiges gemeinsam. Beide Bauwerke waren Prestigeobjekte der konkurrierenden Systeme und zugleich die teuersten Bauten ihrer Zeit. Im Palast der Republik, in Erichs Lampenladen, staunten die Ostberliner über einen Glanz, von dem sie zu Hause nur träumen konnten. Ein Palast für alle Generationen. Mutti, weißt du, wo ich bin? Im Palast? Schick mal. Was ist geblieben von dem ehemaligen Volkseigentum? Und wo sind Tausende von Möbeln, Lampen und das Geschirr hin? Ganz und gar verschwunden ist der Palast nicht. In einer Industriehalle in Berlin lagert der Künstler Fred Rubin einige Reste der legendären Einrichtung. Er schrieb 1994 einfach einen Brief an den damaligen Hausherrn, den Finanzminister Theo Weigel. Herr Weigel, ich würde gerne eine Bar aus dem Palast der Republik nutzen. Erstaunlicherweise kam postwendend die Erlaubnis. Ja, man muss sich vorstellen, als ich im Palast dann 1994 ankam, ganz allein mit dem ehemaligen Sicherheitschef, der noch übrig geblieben ist, da sah das Ding einfach so aus. Das heißt, einfach abgeschlossen, den Schlüssel ins Schloss gesteckt. Und da standen auch noch Getränke rum, da lief innen in den Kühlschränken standen noch Getränke. Und es war wie ein Vakuum im Herzen der Stadt, das ein Herz, das aufgehört hat zu schlagen. Ja.
Während die Politik noch darüber diskutierte, was mit der Palastruine geschehen könnte, hatten die Künstler in der Stadt längst ein völlig neues Verhältnis zu dem Ort entwickelt. Mit seinem Projekt Palastbar-Transfer war die Historie wieder in Bewegung gekommen. Das Rad der Geschichte drehte sich weiter. Mit den Barhockern aus dem Palast richtete Rubin verschiedene Clubs ein. Leuchten aus dem Zentralkomitee der SED werden zu Lichtinstallationen. Das ist mein persönlicher Umgang mit der Geschichte. Das ist meine Perspektive, wie viel Vergangenheit brauche ich als Privatperson mit meiner Betrachtung auf die Welt für die Zukunft. Und da ist mir eine Bar, die aus dem Foyer des Palastes kommt, die als Perspektive eine Weltreise vor sich sieht, um dann wieder zurückzukommen. Und dieses lahmgelegte Herz der Stadt mit einer Art Herzschrittmacher wieder in Bewegung zu setzen, viel lieber als dieses Mausoleum im Herzen der Stadt. Wegen Asbestbelastung ist der Palast 2008 restlos beseitigt worden. Eine umstrittene Entscheidung, bis heute. Eine politische, sagen viele. Jetzt soll an derselben Stelle das alte Preußenschloss wieder neu entstehen. Ein Neubau mit rekonstruierter Fassade, der ebenso heftig umstritten ist. Längst gibt es ein weiteres Luftschloss in Berlin. Eine Attrappe von Schinkels Bauakademie wirbt für den Wiederaufbau des historischen Backsteingebäudes aus dem 19. Jahrhundert. Ich muss sagen, ich habe mir nicht vorstellen können, dass wir hier jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts in eine Attrappenstadt zurückkehren durch Rekonstruktion der Fassaden des Kommandantenhauses, die angestrebte Rekonstruktion der Bauakademie von Schinkel. Ein wunderbarer Bau, aber Schinkel würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er sähe, dass man 200 Jahre später keine eigenen und neuen Ideen hat. Hinter diesen Fenstern soll in ein paar Jahren das Humboldt-Forum eingerichtet werden. Eine Erweiterung der Museumsinsel. Der Rohbau wächst. Berlin schmückt sich mit einem neuen, alten Schloss. Was aber bleibt von den Originalen? Ich denke, dass diese sehr bewegte und wechselhafte und völlig einzigartige Geschichte Berlins als geteilte Stadt in einer Auseinandersetzung, die die ganze Welt umspannt hat, dass das sich in den Gebäuden im Stadtbild überall manifestiert hat, nicht nur in den ganz großen Vorzeigebauten, sondern auch in kleineren Situationen, und dass man möglichst viel von dieser gegensätzlichen, auch keineswegs harmonischen Stadtgeschichte, von diesen Dissonanzen bewahren und den nachfolgenden Generationen zeigen muss. Das ist ja geradezu, jetzt brauche ich den Begriff Kapital von Berlin, seine Stadtgeschichte, die unendlich viele Leute aus allen Teilen der Welt anlockt, die dann auch ganz enttäuscht sind, wenn sie keine Spuren dieser verschiedenen Zeiten mehr finden. Die Nachkriegsarchitektur hat es schwer, im schicken neuen Berlin zu überleben. Doch wer hier auf Entdeckungsreise geht, erkennt schnell, was diese Stadt wirklich so einmalig macht. Zwei Hauptstädte in zwei Systemen und ein großes gemeinsames Erbe.